Willkommen, meine Freunde, zurück bei Minecraft Building Blocks, dem kreativen Baukasten hier auf dem Kanal der Pagan Gamers. Und heute wollen wir uns darum kümmern, dass dieses schöne Haus, das wir das letzte Mal angefangen haben, ein bisschen weiter wird, um genau zu sein, fertig wird. Und heute haben wir auch die erste Folge, die editiert sein wird. Also stellt euch auf einen etwas rasanteren Anfang bzw. Verlauf der Folge ein. Und vielleicht sieht es der eine oder andere schon. Äußerlich habe ich nochmal ein bisschen was gemacht. Die Fackeln hängen inzwischen an der Wand. Ich habe die Treppen nochmal gegen Slabs ausgetauscht, zumindest hier an der Stelle, weil es einfach schöner aussieht. Man hat so ein bisschen mehr die Möglichkeit, kontrolliert zu arbeiten. Es gibt dem Ganzen nochmal mehr Tiefe. Und was ich auch gemacht habe, außer dass ich halt alle Wände fertig gemacht habe, also auch die anderen Außenwände stehen, ist, dass ich einen Boden reingezogen habe und ich habe mich für dieses Terrakotta hier entschieden. Es wird hier als Grey Terrakotta betitelt, es ist aber ein Braun. Ich schätze mal, dass da irgendwas mit der Namensnotation in Minecraft gerade nicht richtig funktioniert. Und ja, was steht heute an? Erstmal, warum habe ich mich für diesen Ton entschieden? Muss man ja auch fragen. Warum habe ich nicht einfach einen Holzboden reingezogen? Und zwar, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte auskennt, der wird wissen, dass die meisten Wikingerhäuser keinen richtigen Boden hatten. Es war eigentlich nur der Erdboden. Wirklich, aber der war natürlich sehr plattgetreten. Und ich habe erst überlegt, ob ich die neue Schaufelfunktion, die ich ja auch noch nicht kannte, nutze, womit man den Boden so ein bisschen, ja, eindellen kann, sodass er eigentlich die richtige Färbung hätte. Aber dann kann ich nicht so schön nachher hier Objekte drauf platzieren und wir wollen ja auch den Innenraum gestalten. Ja, worum es jetzt geht, ist, wir wollen ein Dach haben. Wir wollen hier einen Dachboden in der Art und Weise, denke ich mal, einziehen, irgendwas in der Richtung. Und wir wollen natürlich das Ganze noch ein bisschen verschönern. Und dabei dürft ihr mir jetzt zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns später.
So, da bin ich wieder und ihr seht, die Fleißarbeiten am Dach haben wir beendet. Wir haben ein grobes Dach reingezogen. Es hat tatsächlich auch eine Bewandtnis, dass ich hier leer gelassen habe. Und zwar war es tatsächlich so, dass bei vielen Häusern dieser Zeit hier Belüftungsschlitze drin waren. Da das gemeine Volk mit dem Vieh zusammen in der Wohnung gelebt hat, war es zwar schön warm, aber natürlich war die Luftzirkulation auch nicht die allerbeste. Von daher hat man das ganz gerne offen gelassen, um so ein bisschen der Luftzirkulation zu dienen. Und das Dach sieht jetzt erstmal sehr, ja, langweilig aus. Es ist halt ein Dach. Aber da wollen wir natürlich gleich noch was gegen tun. Und was genau, das überlegen wir uns gleich einmal zusammen. Ich ziehe hier nur kurz die Querbalken ein, bevor wir dann in den Denkprozess um das Dach gehen. Übrigens, die Musik, die ihr entweder die ganze Zeit oder immer während den Zwischensequenzen. Ich bin mir an dieser Stelle ehrlich gesagt nämlich noch nicht sicher, ob ich den Zwischenbereich einfach nur verschnellert vorlaufen lasse oder ob ich diesen Zwischenbereich dann wirklich rauscutte. So oder so werdet ihr in dem Video Musik hören, und zwar sehr schöne instrumentale und folkisch anmutende Musik von einem Channel namens Adrian Ziegler hier auf YouTube. Ich verlinke ihn euch auch unten in den Kommentaren, beziehungsweise in der Videobeschreibung, so rum, wird ein Schuh draus. Der gute Mann macht alle möglichen instrumentalen Musikarten und hat echt eine große, große Vielfalt. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Künstler mal zu besuchen und auch gegebenenfalls zu unterstützen, wenn euch gefällt, was ihr hört. Denn ihr dürft diese Musik, solange es entweder keine kommerzielle Nutzung ist, oder wenn es monetarisiert ist, dann auf YouTube oder Twitch ist, komplett frei in euren Videos benutzen. Ihr müsst keine Lizenz erwerben. Erst wenn ihr damit Geld macht und das nicht auf YouTube oder Twitch in euren Videos, dann müsst ihr mit ihm eine Lizenz aushandeln, dass ihr seine Werke nutzen dürft. Und das finde ich gerade für so kleine YouTuber und Streamer, wie wir es sind, extrem geil, weil wir so die Möglichkeit haben, unsere Videos mit schöner Musik zu untermalen, ohne gleich ein Vermögen dafür ausgeben zu müssen. So, jetzt wollen wir aber erstmal schauen, wie wir dieses Dach ein bisschen lebendiger kriegen können. Und eine gute Sache ist es immer, zum Beispiel hier einen anderen Farbaspekt reinzubringen. Eigentlich ist das jetzt gerade ein ziemlich großes Vergehen, denn Wikinger hatten definitiv keine Steine, um hier so eine Steinfuhre reinzusetzen. Aber wenn wir danach gehen, dann müssten wir auch das ganze Dach aus Stroh decken, denn Holzdächer waren auch sehr, sehr selten und zeugten dann schon von ziemlichem Reichtum, was allerdings bei dieser Größe des Hauses, die wir hier gerade pflegen, auch gar nicht so verwunderlich wäre, wenn wir da einen reichen Dude hätten, der das ganze Haus besitzt und erbauen ließ. Wahrscheinlich der Jarl eines Dorfes, der nun mal immer in einer etwas wohlhabenderen Residenz verweilte als der gemeine Pöbel, wie wir es wahrscheinlich in dieser Gesellschaft gewesen wären, du und ich. Ja, ich habe dich gerade ein Pöbel genannt. Musst du schauen, wie du damit klarkommst. Aber ihr seht, das bringt schon eine Auflockerung mit rein. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, wir nehmen hier unsere kleine Dachfigur, die ich jetzt einfach mal auf die Schnelle gebaut habe, und ersetzen die auch zum Teil durch Stein, sodass das so ein bisschen ineinander übergeht. Ich würde sogar tatsächlich noch so weit gehen und sagen, okay, machen wir das auch nochmal aus Stein. Und das hier drin auch, weil das einfach besser aussieht, wenn das einheitlich ist. Da, ich hatte kurz überlegt, ob wir da mit einer Diversität arbeiten, sprich einen Unterschied in der farblichen Gestaltung, aber es sieht tatsächlich besser aus, wenn diese Figur zumindest insgesamt einfarbig ist. Hier müssen wir gleich noch ein Zipfelli draufsetzen. Dasselbe machen wir jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. So, das verschnellere ich euch mal nicht. Ihr müsst ganz kurz mit mir Vorlieb nehmen. Ich weiß, es ist immer furchtbar schwierig auszuhalten. Aber ihr habt euch ja freiwillig dazu entschieden. Von daher dürfte diese wunderschöne Musik euch wahrscheinlich dazu verleitet haben, zu sagen, okay, lasst den Dude mal machen. Hauptsache, ich krieg gleich mehr von der Musik oder ich kriege gerade mehr von der Musik. Dann kann ich das auch ertragen, was der komische Dude da von sich gibt und faselt. Immerhin höre ich hier schöne Musik und krieg noch ein halbwegs passendes Bauwerk zu der Musik. Das ist ja auch schon was wert, nicht?
Und was haben wir hier noch vor gleich an dem Haus? Wir haben noch vor, gleich hier die Wände so weit hochzuziehen, dass wir hier kein riesiges Loch in der Seite drin haben. Also hier diese Löcher wollen wir natürlich noch schließen. Wir wollen noch eine Inneneinrichtung machen und wir wollen das Dach noch fertig machen, denn auch mit dem Arbeitsschritt sind wir noch nicht ganz durch. Eine kleine Sache würde ich gleich noch tun, damit das endgültig schick aussieht. Dann sind wir mit dem Teil Dach auch gleich fertig. Ach, warte mal, hatte ich das so gedacht? Das ist fast besser, oder? Ja, ich glaube schon. Das sieht mehr nach Schnabel aus dann. So. Also ich muss echt wegen meiner Maus gucken, weil das muss ja an der Maus liegen. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Vorhin, das kann ja gar nicht an der Sensibilität liegen, zumal ich hier auch runtergestellt habe. Weil es passiert ja immer, wenn ich klicke und nicht, wenn ich mich irgendwie bewege. Das war ein bisschen doof von mir. So, wir holen uns nochmal ein Slab. Ich würde eigentlich am liebsten auch irgendwas dafür tun, dass das so aussieht, als würden hier Augen leuchten. Aber Fackeln will ich hier auf die Höhe eigentlich nicht raufbringen. Ja, das kann man doch schon mal anbieten. So, jetzt nimmt man sich einfach hier die Slabs, tauscht die hier oben noch aus. Das ist die eine Sache. Nein, nein. Ihr seht schon, warum das sehr nervig ist mit der Maus. Ich glaube, ich muss zur nächsten Aufnahme mal meine Maus wechseln, wenn ich wieder Building Cities aufnehmen möchte. Ich habe zum Glück noch eine zweite rumliegen, die zwar nicht sonderlich gut ist, aber fürs Bauen reicht sie. Ich will ja kein Counter-Strike oder so weiter zocken, wo es auch auf die Geschwindigkeit ankommt. Aber das ist ja kein Zustand. Also so oft, wie ich hier Sachen kaputt machen muss, die ich aus Versehen platziere, das ist ja kein Zustand. Das geht gar nicht. So. Setzen wir auch hier unten das nochmal rein, sodass der eigentliche Dachbereich, der aus Holz ist, so ein bisschen eingerahmt wird. Und dadurch erreichen wir eine farbliche Auflockerung, die für das Auge angenehmer ist und die dem Ganzen mehr Detailraum einreicht, sage ich mal. Und das ist genau der Effekt, den wir hier gerade versuchen zu erzielen. Und wir schauen mal. Er klappt auch sehr gut. Ich würde sagen, bis ich mich für einen Wandtyp entschieden habe, der in die Zwischenseiten reinkommt, würde ich sagen, vorspulen, schneiden, was auch immer. Wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. So, und wieder zurück haben wir auch jetzt die Wände eingezogen. Ihr habt, beziehungsweise ihr seht gerade, dass ich auch noch ein bisschen mehr mit den Zäunen gemacht habe. Zum einen habe ich hier wieder so ein bisschen Belüftung mit reingesetzt. Zum anderen habe ich das Ganze hier noch ein bisschen verschönert, sodass wir wieder weitere Details kriegen. Auch hier habe ich nochmal Zäune eingesetzt, weil es ist immer gut, mehrere Sachen zu haben, die man entdecken kann, wenn man sich das Gebäude mehr anguckt. Weil das gibt dem Gebäude, ich würde mal sagen, Leben rein. Und das, was uns jetzt noch fehlt,
ist eigentlich eine vernünftige in eine Richtung und Innenbeleuchtung. Die Beleuchtung ist schnell gemacht. Die machen wir jetzt auch definitiv. Gerade einmal, wir stellen hier nochmal überall Fackeln auf. Und ich würde auch sagen, wir ziehen hier nochmal einen weiteren Balken ein. So. Na, danke. Den noch weg. So. Jetzt müsste man sich überlegen, was man hier macht. Ich würde tatsächlich hier an der Stelle jetzt einfach Treppenstufen hinsetzen. Ganz, ganz stupide. Um nochmal so einen kleinen Detailgrad reinzukriegen wieder. Wir können das gleich mal von unten gucken, ob man es überhaupt sieht. Wenn ja, dann ist das auch wieder eine schöne Sache. Und dann fehlt halt wirklich nur noch die Inneneinrichtung in Form von am besten. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt keine. Ich glaube, Minecraft bietet immer noch keine Felle oder sowas, die wir auf den Boden legen können. Von daher muss ich mir da was einfallen lassen. Aber das machen wir jetzt gemeinsam. Wir schauen mal ein bisschen, was es so gibt. Und ich will auf jeden Fall einen Tisch setzen, beziehungsweise eine Tischbank. Das können wir relativ gut mit den Stairs machen. Aber dann nehmen wir ein bisschen anderes Holz. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen einfach mal das ganz dunkle, das Dark Oak Wood. Wenn es davon Stairs geben würde. Es gibt davon keine Stairs. Warum gibt es vom Dark Oak Wood? Doch, da, ich wollte schon sagen. So, und jetzt gehen wir einfach hin. Den setzen wir erstmal irgendwie beliebig hin. So, wo will ich den Tisch denn haben? Also, wenn man hier reinkommt, dann bauen wir auf der einen Seite so eine Schlafnische. Dann bauen wir einen relativ langen Tisch. Den machen wir jetzt einfach mal hier hin. Zack. Zack. So, setzen wir jetzt einfach hier einen kleinen Tisch hin. Können die Sitzbänke dann gleich mit einer anderen Farbe machen. Allgemein können wir auch so ein bisschen Bänke und sowas ganz gut an die Wände machen. Wir machen auch mal mehr mit dem Dark Oak Wood, um ein bisschen farbliche Varianz reinzukriegen. Deswegen nehmen wir den jetzt nochmal und setzen zum Beispiel hier hinten ans Wandeck so ein kleines, ja, ich sag mal, Regal ran. So einen kleinen Tisch. Ich würde den ganz gerne. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir so hin. Perfekt. Schaut mal, schon hat man da wieder was, wo man irgendwie was draufstellen könnte, drauflegen könnte. Wir brauchen. Also Bücher würde ich jetzt eher von absehen. Normalerweise wären Bücher sofort was, womit ich dekorieren würde. Ich würde. Die Lytra, davon habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich würde aber eher dazu tendieren. Alter, was es alles inzwischen gibt. So viel Krimskrams. Ich habe gehört, es gibt Armor-Stands. Wo finde ich die denn? Finde ich die hier mit? Totem of Undying, Shield und so weiter und so fort. Wo finde ich denn die Armor-Stands? Die müssten doch hier bestimmt irgendwo sein. Was sind das denn? Die sind ja geil, okay. Es gibt so viel Kram von dem hier. Da haben wir einen Armor-Stand. Und wir haben auch Banner. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Rot, weil Rot zu dem dunklen Holz ganz gut passt. Oh, das sind zwei. Ich habe mich schon gewundert, warum das so komisch aussieht. Wir hängen jetzt einfach mal hier überall Banner rein. Das ist jetzt das Jarlshaus. Also ist hier auch genug Geld. Hallo Fledermaus. Na du? War hier auch genug Geld, um hier nicht geizen zu müssen mit Bannern. So. Die haben wir jetzt auch platziert. Denn ein Armor Stand am besten. Ja, wir könnten die Tafel nochmal ein bisschen vergrößern und versetzen. Und dann setzen wir den Armor Stand schön hier hin und hauen da auch gleich eine große, fette Rüstung rein. Dass die Leute auch sehen, hier lebt der King. Der King of. Ja. King of Metal. So. Der King of Metal lebt hier. So. Zack, zack, zack. Zack. Das war jetzt nicht so schlimm, dass wir da so ein bisschen den Boden kaputt gemacht haben. Das sieht halt eh keine Sau. So. Ich möchte gerne. Danke. Da haben wir hier so einen Rundumtisch.
Und die Leute gucken dann natürlich schön auf die Diamantrüstung des Lords. Der hat hier so eine richtig fette. Na, wobei, wir bleiben mal realistisch. Wir nehmen mal eine Lederrüstung. Einfach weil niemand sich zu der Zeit eine Diamantrüstung. Allgemein wird niemand jemals eine Diamantrüstung genommen haben. Aber man muss es ja nicht noch. Wie kann man die benutzen? Ich habe noch nie ein Armor-Stand von Dingsens gesehen. Also wir können es einmal probieren, wenn wir die Teile in der Hand haben. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Guckt mal, da steht seine Rüstung. Dann nehmen wir noch sein Schwert und sein Schild. Und packen die in. Wo sind denn die Bilderrahmen? Die sind doch bestimmt auch hier. Genau. Packen da jeweils einen Bilderrahmen nebendran. Die Höhe ist gut. Einmal ein Schild. Einmal ein Schwert. So, das Schild-Icon sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber gut. So, seine Waffen sind also auch hier. Dann können Fackeln haben wir angebracht. Er braucht natürlich noch einen Ort zum Schlafen. Wir haben inzwischen farbige Betten. Das finde ich ja schon mal großartig. Wir bauen auch ein normales Bett hin. Also ich will jetzt nicht einfach nur Teppich auf dem Boden liegen und sagen, ja, ihr schläft da. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu billig. Schwarz war zu teuer, aber Grau war durchaus drin. Deswegen, wir setzen aber das Bett einfach mal. Das funktioniert doch bestimmt, oder? Ja, so semi. Die sind halt zu niedrig, ne? Waren die schon immer so niedrig? Ja, wenn die so niedrig sind, dann, weil auf Stairs können wir sie wahrscheinlich nicht setzen. Dann würde ich sie tatsächlich direkt auf den Boden setzen hier. So. Hier müssten wir das theoretisch eigentlich zumachen, weil ein Jahr wird nicht mit einem so angreifbar irgendwo schlafen, egal wie viele Wachen er hat, den er vielleicht auch traut oder vielleicht auch nicht. Aber da müssen wir jetzt, das muss er jetzt einfach mal durch. So, wir geben ihm hier jetzt noch so ein bisschen Privatsphäre. So viel Luxus konnte er sich erlauben. Wir hängen hier nochmal ein. Ich sagte, wir hängen hier nochmal. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Ich wollte mir nämlich gerade eigentlich einen Banner holen und wir hängen auch hier nochmal eins der Banner hin. Das sind vielleicht schon ein bisschen sehr viele Banner, oder? Ja, dann nehmen wir die hier nochmal weg, die direkt neben der Tür. Die sehen hier jeweils ganz gut aus. Und dann nehmen wir die beiden nochmal weg. Und dann kann das hier noch weg, aber dafür kommt das hier hin. Oder? Nee, kommt auch ganz weg, damit wir so ein bisschen Routine drin haben. Ein bisschen Gleichheit. Und dann würde ich jetzt tatsächlich mir nochmal Stairs und Slabs nehmen. Und die 1 Stairs setzen wir so ein. Die anderen setzen wir, die Fackel muss dafür weg, so ein. Und dann, ah gut, wir können das auch statt Dings machen, können wir einfach die Blöcke machen und dann haben wir hier nochmal so ein kleines Muster drin. Setzen hier eine Fackel. Und dann haben wir hier schon kleine Einrichtungen drin. Brauchen jetzt noch was zum Sitzen. Das machen wir hier aus dem hellen Holz. Ja. Hier sitzt jemand. Wobei wir setzen die immer schön hier an den Rand, weil dann kriegen wir nicht mehr rein. Okay, wir kriegen eh nur zwei ran. Oder wir machen das einfach. Wir machen einfach lange Bänke. Beziehungsweise hier, ja doch, machen wir auch hier. Kommt man ja noch hinten ran. Und natürlich, der Kingpin sitzt natürlich am Tafelende. Und hier haben sie auch noch eine Bank hin, weil. Beziehungsweise wir könnten eigentlich auch noch den Tisch verlängern. Hier müsste noch irgendwas in den Raum rein, dass er nicht so leer aussieht, genauso wie hier vorne. Da vorne ist schon relativ klar, da setzen wir jetzt noch ein paar Truhen hin.
Oh, man kann jetzt direkt die nächste nebendran setzen. Das ging früher nicht, oder? Voll geil. Hier setzen wir noch eine Truhe hin. Hier setzen wir auch nochmal Vorratsruhen hin. Ich lasse trotzdem mal den typischen Abstand dazwischen. Und dann setzen wir irgendwo nochmal ein 14. Macht der sich gut? Ja, hier vorne an der Wand. So, jetzt haben wir ein bisschen Inneneinrichtung und schon hätte man ein relativ schickes, funktionales Haus. Und ich würde sagen, mit diesem Haus haben wir unser erstes Building Object, sage ich mal, fertig. Oh, ich muss ganz kurz niesen, kleinen Moment. So, schlimm ist das. Ich bin immer wieder froh, dass ich mein Mikrofon muten kann. Ja, wir haben jetzt ein kleines Haus gebaut. Ich weiß, es ist jetzt nicht großartig und auch an Langhäusern kann man viel, viel geilere Sachen bauen. Das war jetzt einfach nur mal so spontan. Ich hatte Zeit aufzunehmen und ich wollte das erste Minecraft Let's Build Projekt für euch aufnehmen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Ganze genauso wie ich es habe und dass ich euch auch in den nächsten Videos sehen und hören werde. Darauf freue ich mich schon und bis dahin wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal beim Minecraft Building Cities. Ciao.